Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Meditation. Ich bin Julia, ich bin Mama-Coach und Meditationsleiterin und lade dich heute zu dieser Kurzmeditation ein. Du kannst diese Meditation mitmachen, egal ob du Anfänger oder Fortgeschrittener bist, ob du schon mal meditiert hast oder vielleicht noch nie. Probier es einfach mal aus. Hab keine Erwartungen. Mach einfach mal mit und schau, was passiert. Diese Meditation heute darf dich dabei unterstützen, durch diese doch sehr schwierige Zeit zu kommen. Denn dass diese Zeit schwer ist und dass diese Zeit vor allen Dingen für uns Mamas schwer ist, stressig ist und sehr, sehr viel von uns abverlangt, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und das ist okay. Es ist in Ordnung, sich gestresst zu fühlen, sich überfordert zu fühlen, unruhig zu sein. Mit dieser Meditation möchte ich dir das für ein paar Momente nehmen, möchte, dass du ein bisschen Urlaub von deinem Alltag machen kannst und vor allen Dingen wirst du nach der Meditation vielleicht den ersten Schritt kennen, den du tun kannst, um den Stress in deinem Alltag ein bisschen zu minimieren, um wieder mehr zu dir zu finden und dadurch auch wieder mehr zur Ruhe zu finden. Also suche dir bitte einen ruhigen Platz, an dem du die nächsten Minuten nicht gestört wirst. Teile vielleicht auch den Menschen, mit denen du zusammenlebst, mit, dass du kurz ein paar Momente für dich brauchst. Und es ist dir überlassen, ob du dich hinlegen oder hinsetzen möchtest. Also lege oder setze dich jetzt bequem hin. Komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme nun zu Beginn einmal tief in den Bauch ein, halte die Luft kurz an und atme lang wieder aus. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen, die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Ein und aus. Ein und aus. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Atem. Verfolge den Atemstrom, wie er einströmt und wie er ausströmt. Und spüre, wie du mit jedem Ausatmen immer tiefer und tiefer in die Entspannung sinkst. Sollten Gedanken kommen, dann halte nicht an ihnen fest. Lasse sie einfach wie Wolken vorüberziehen. Konzentriere dich dann wieder auf meine Stimme und deinen Atem. Dein Atem hilft dir, zur Ruhe zu kommen, hilft dir, den stressigen Alltag für einen Moment hinter dir zu lassen. Einfach ein- und ausatmen. Für diesen Moment gibt es nichts anderes zu tun, als ein- und auszuatmen. Jetzt gerade ist deine Zeit für Erholung, deine Zeit für Entspannung, um Kraft zu schöpfen für deinen Alltag. Dir wird in deinem Alltag viel abverlangt. Du hast so viel zu tun, so viele Aufgaben, die du erledigen musst. Und nimm jetzt noch einmal einen tiefen Atemzug, atme tief in den Bauch ein und lang wieder aus.
nimm nun einmal wahr, wie es dir jetzt gerade in diesem Moment geht. Alles darf da sein. Jede Emotion darf da sein. Vielleicht ist es Stress. Vielleicht ist es Unruhe oder Überforderung. Vielleicht ist es Anspannung. Nimm diese Gefühle einfach für einen Augenblick wahr. Und spüre einmal nach, wo in deinem Körper du diese Gefühle wahrnehmen kannst. Vielleicht im Bauch oder im Brustbereich. Spüre einfach mal nach, wie sich das anfühlt. Wie sich die Gefühle in deinem Körper zeigen. Und es ist okay, manchmal überfordert zu sein. Es ist okay, sich manchmal gestresst zu fühlen. Es ist okay, innerlich unruhig zu sein. All das darf sein. Und sich dessen bewusst zu werden, ist dein erster kleiner Schritt, bevor du nun gleich schauen kannst, was ist diese eine kleine Sache, die dir etwas Entlastung schenken kann. Was kann den Stress mindern? Und nun stell dir vor deinem inneren Auge einen wunderschönen Strand vor. Ein weißer Sandstrand, auf dem du jetzt entlang spazierst. Neben dir das Meer und über dir die Sonne. Es ist niemand da außer dir selbst. Es ist ganz ruhig dort. Und geh am Strand spazieren und nutze die Zeit und die Ruhe, um darüber nachzudenken, was den Stress in deinem Alltag mindern kann. Vielleicht sind es regelmäßige Auszeiten für zum Beispiel Meditation. Es kann aber auch hilfreich sein, mit jemandem darüber zu sprechen, ihm oder ihr zu sagen, wie du dich fühlst, was du brauchst, was du dir wünschst, wie dich diese Person vielleicht auch unterstützen kann, damit es dir besser geht. Genieße den Strandspaziergang, deine Pause vom Alltag, die nur dir gehört. Spüre den warmen Sand unter deinen Füßen. Höre das Rauschen der Wellen. Und spüre die warme Sonne auf deinem Körper. Genieße die Ruhe. Und sei einfach nur bei dir in diesem Moment. Du kannst dich hier aufladen und erholen. Das ist deine Zeit. Du musst gerade nichts tun und nichts leisten. Du kannst dich gerade einfach nur entspannen und dir etwas Gutes tun an diesem wunderschönen und vor allen Dingen warmen Ort. Und nun atme noch einmal tief ein und aus. Das ist wie ein kleiner Urlaub, indem du neue Kraft sammeln kannst. Denn du bist so kraftvoll. Und mit regelmäßigen Pausen, mit Dingen, die dir gut tun, wirst du ruhige Phasen und stressige Phasen meistern. Du kannst alles schaffen. Und wenn du dir jetzt bei deinem Strandspaziergang überlegt hast, was den Stress in deinem Alltag mindern kann,
wie du dir wieder mehr Zeit für dich nehmen kannst und was du in diesen Auszeiten für dich tun möchtest. Dann stelle dich darauf ein, ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Nimm die Unterlage wahr, auf der du sitzt oder liegst. Nimm den Raum um dich herum wieder wahr. Bewege deine Füße und bewege deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Und nun atme noch einmal tief in den Bauch ein. Nimm frische, neue Energie auf. Und beim Ausatmen öffnest du einfach wieder deine Augen. Spüre für einen Moment noch dem Gefühl der Entspannung nach. Und reflektiere noch einmal kurz für dich, welche Erkenntnisse du in dieser Meditation hattest. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervoll entspannten Abend. Bis bald.